meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen und besinnlichen dritten Advent und wir sind wieder in meiner Weihnachtsbäckerei. Und zwar machen wir heute zusammen richtig schöne weihnachtliche Cupcakes, die aber auch besonders was fürs Auge sind. Wobei ich natürlich nie vergesse, dass die Zutaten möglichst natürlich sind, aber auch gesund. Und ihr findet wie immer die Mengenangaben unten in der Infobox. Ich werde aber jetzt als erstes mich an den Teig machen und zeige euch, was wir dafür brauchen. Wir brauchen fein gemahlene Mandeln, dann noch etwas Dinkelvollkornmehl. Auch hier könnt ihr natürlich wieder anderes Vollkornmehl nehmen. Genauso könnt ihr statt Mandelmehl oder fein gemahlene Mandeln auch Haselnüsse oder so nehmen, wie es euch besser schmeckt. Ich habe jetzt zum Süßen wieder Erythrit genommen. Auch hier werde ich euch unten in die Infobox schreiben, wie viel ihr circa braucht, wenn ihr eine Alternative benutzt, wie zum Beispiel Ahornsirup. Dann etwas Buttermilch. Eiweiß brauchen wir ein paar. Und jetzt nicht erschrecken, das ist jetzt fein pürierte rote Beete. Etwas Backpulver, Kakaopulver, eine Prise Salz und zusätzlich noch, ist aber kein Muss, habe ich noch ein bisschen Bittermandelaroma gegeben. Wir starten jetzt damit das Eiweiß und unser Erythrit als Zuckerersatz in eine große Schüssel zu geben. Und dann werde ich das jetzt mit einem Handmixer so circa 2 Minuten gut durchrühren. Nach gut 2 Minuten ist jetzt das Eiweiß schön schaumig, schon richtig schön weiß. Ihr merkt es dann einfach, dass es schon fast so in diesen steifen Zustand geht, aber es ist noch flüssig. Und wir geben jetzt sowohl die Buttermilch als auch unsere fein pürierten rote Beete dazu. Als kleinen Tipp, die rote Beete ist natürlich im frischen Zustand sehr, sehr hart. Ihr könnt sie auch noch kurz ankochen, wenn ihr möchtet, einfach damit sie weicher wird und ihr sie dann erst püriert. Ich habe sie bei mir jetzt in meinen Hochleistungsmixer gegeben, der schafft das natürlich. Ein normaler Mixer, denke ich, schafft das auch. Einfach ein bisschen Wasser dazugeben, dann kann der den auch klein pürieren, die rote Beete. Und dann, nachdem ihr es püriert habt, würde ich ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Wasser abschöpfe, weil wir wollen nicht zu viel Wasser haben, auch wenn sie natürlich immer nachsaftet eigentlich. Jetzt gebe ich auch schon ein bisschen von meinem Bittermandelöl dazu. Das ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, jetzt kein Muss. Ich gebe jetzt ein paar Tropfen rein und dann püriere ich mal weiter. Und ihr seht dann, wie schön rot der Teig jetzt schon wird. Den noch sehr flüssigen Teig gebe ich jetzt erstmal zur Seite mit meinem Handrührgerät, das kann ich später eventuell noch gebrauchen und nehme jetzt eine frische neue Schale für meine trockenen Zutaten und die gebe ich jetzt alle dazu, das heißt das Mehl, die fein gemahlenen Mandeln, Kakao, Backpulver. Und eine Prise Salz darf nie fehlen. Die trockenen Zutaten mische ich jetzt nur kurz durch mit einem Löffel oder einer Gabel, damit es so eine gleichmäßig pudrige Masse ergibt. Schaut auch dabei immer, dass ihr die ganzen Kakaostückel klein kriegt, sonst habt ihr später im Teig so einen richtig schönen Kakaoblob übrig. Und dann nehmen wir wieder unsere flüssige Masse zu uns und dann wird das jetzt langsam hier dazu gemischt. Der Teig ist jetzt vollkommen fertig und wir machen uns jetzt ans Abfüllen. Ich habe dafür jetzt hier so süße kleine Cupcake-Förmchen im Internet gekauft. Ihr könnt ganz normale Förmchen benutzen, sei es ein Blech, fertig für Muffins oder so kleine Muffin-Papierchen, Förmchen. Da könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Ich habe jetzt nur gedacht, so zum Aussehen für Freunde oder so, wenn man mal Freunde einlädt, dann sind solche hübschen kleinen Förmchen was echt Schönes. Und da gucke ich jetzt einfach mal, wie das wird. Da wir ziemlich viel Eiweiß benutzt haben und auch Backpulver, werden die Muffins noch weiter aufgehen oder die Cupcakes in dem Fall. Deswegen das Ganze nicht zu voll machen, weil wir wollen ja eigentlich gar keine Muffins. Wir wollen ja Cupcakes, die wir oben noch schön garnieren wollen. Deswegen dürfen sie auch nicht zu weit aufgehen.
Und meine kleinen Cupcakes kommen jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 Minuten in den Ofen. Aber da würde ich mal gucken, wie groß die Cupcakes sind, weil meine sind sehr, sehr klein, die Förmchen. Als kleiner Tipp, man kann da einfach einen Zahnstocher oder so ein längeres Stöckchen nehmen und reinstechen in eins. Und wenn dann kein Teig mehr dran ist, wenn es rauszieht, dann sind sie fertig. Meine kleinen Cupcakes haben genau 20 Minuten jetzt gebraucht und ich habe sie gleich in den Kühlschrank verfrachtet, weil sie erstmal ganz abkühlen müssen, bevor wir weitermachen können mit dem Frosting, also mit dem Cremehäubchen obendrauf. Und ich sage euch jetzt noch schnell, was ich dafür benutze. Es gibt ja unterschiedliche Rezepte, aber wir wollen es ja möglichst gesund halten. Und deswegen lassen wir Sahne und Ähnliches natürlich weg. Ich habe jetzt Magerquark genommen, Erythrit, das könnt ihr natürlich auch wieder ersetzen, müsst natürlich da mit der Konsistenz aufpassen. Zur Not helfe ich ein bisschen mit Buttermilch nach, falls es mir zu hart wird und nicht weich genug und nicht rührbar. Dann nehme ich noch ein bisschen Orangenabrieb, einfach noch ein bisschen für den Geschmack. Und nicht fehlen darf natürlich Agatine. Ich habe jetzt Agatine fix genommen, das findet ihr eigentlich in jedem großen Lebensmittelmarkt. Als Alternative gibt es natürlich noch Gelatine fix oder richtige Gelatine. Da müsst ihr einfach gucken, mit was ihr arbeiten wollt, was ihr benutzen wollt. Gelatine wird natürlich aus Tier gewonnen, deswegen muss man einfach gucken. Als Vegetarier nimmt man natürlich Agatine oder Ähnliches. Und als allerletztes habe ich noch Lebensmittelfarbe, und zwar grün, weil ich gerne meine Häubchen grün färben würde für die Weihnachtszeit. Ihr könnt das weglassen oder durch eine andere Farbe natürlich ersetzen. Und als allerletztes braucht man einen Spritzbeutel. Da müsst ihr keinen kaufen. Ich habe jetzt hier einen Spritzbeutel extra vorne mit so einer Tülle, die schöne Förmchen macht. Aber als Alternative kann ich euch einfach empfehlen, nehmt einen Gefrierbeutel, schneidet die Ecke weg, eine kleine Ecke, und das funktioniert mindestens genauso gut. Zum Umrühren nehme ich jetzt einen Schneebesen und gebe mein Erythrit hinzu. Wenn es euch jetzt zu hart wirkt, einfach ein bisschen Buttermilch oder sogar Wasser hinzugeben. Nicht zu viel, das soll ja auch nicht zu flüssig werden. Auch hier könnt ihr noch Zimt oder Lebkuchengewürz oder sogar Mandelaroma, Vanillearoma, wie ihr das gerne mögt. Die Konsistenz ist jetzt genau richtig und auch süß genug. Einfach mal abschmecken. Jetzt kommt die Farbe. Nicht zu viel auf einmal. Erstmal probieren, wie es mit der Farbe wird. Und da ich es noch ein bisschen grüner haben will, gebe ich immer noch ein bisschen mehr dazu. Und jetzt, wo es die richtige Farbe hat, nach meiner Ansicht, kommt meine Agatine hinzu. Und das müsst ihr gut einrühren. Und wenn die Agatine gut eingerührt ist und ihr auch wirklich keine Klumpen mehr findet, werden wir das jetzt alles in unseren Spritzbeutel rein verfrachten. Dafür nehme ich einfach meinen Spritzbeutel, einen Löffel und fülle das dann so rein. Die kleinen Cupcakes haben jetzt circa 30 Minuten gehabt, um im Kühlschrank sich abzukühlen von der ganzen Hitze. Und jetzt machen wir uns ans Dekorieren. Ich werde jetzt noch meine Dekorationsaktion beenden mit den restlichen Cupcakes. Ich werde jetzt diese Cupcakes einfach spontan mit ins Bodyshape-Programm nehmen, als einer der zahlreichen Snacks, die es da schon gibt. Habe ich gedacht, das ist auch mal ein cooler Weihnachtssnack, den man da auch finden wird. Und damit ihr auch die Nährwerte habt, werdet ihr unten in der Infobox das PDF dazu finden, was es eigentlich zum Bodyshape-Programm gibt für die Bodyshaperin. Aber diesem Rezept könnt ihr euch jetzt selbst mal runterladen. Da habt ihr die Nährwerte, nochmal das Rezept und auch die Zutaten. Ich hoffe, ihr macht es mal nach, das Rezept. Verlinkt mich doch auf Instagram, wenn ihr es macht, weil ich schaue mir immer super gern solche Bilder an, zu sehen, wie ihr so die Rezepte umsetzt. Viele Leute haben dann noch zusätzliche Ideen, modeln es ein bisschen um. Das finde ich super interessant. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.